ich habe da durchaus auch weiter die Hoffnung, dass es zu einem geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union kommt. Wir haben wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit. Die britische Premierministerin war ja gestern da und hat gesagt, dass die Abstimmungen dann spätestens bis zum 21. Januar stattfinden sollen. Sie wissen selber auch aus der aktuellen Berichterstattung, dass die Dinge im Fluss sind. Ich kann den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland nur sagen, wir arbeiten hart dafür, dass es zu einem geordneten Brexit kommt und wir bereiten uns parallel darauf vor, dass es nicht geordnet verläuft und da wir aber alle Sicherheiten durch Rechtsetzung dann auch da sind, damit keine unbilligen Härten entstehen.